Warum erlernt man eigentlich ein Instrument? Warum quälst du dich gerade mit Ukulele und versuchst G und F endlich mal in deine Finger zu bekommen? Natürlich, Horizonterweiterung, Grenzen überwinden für einen selber, Instrument kennenlernen, aber ich glaube, es geht vor allem auch darum, dass man mit anderen Menschen zusammen Musik machen kann. Und das möchte ich mit dir, mit House of Gold zusammen machen. Ich möchte morgen mit der Sheffley Family, also mit den anderen Familienmitgliedern von meiner Familie, ein Play-Along erstellen, damit du mitspielen kannst und wir zusammen musizieren House of Gold. Es geht also jetzt nicht quasi nur um Ausschnitte, sondern um das gesamte Lied. Und deswegen möchte ich mit dir heute das gesamte Lied durchgehen. Es geht also heute nicht um eine neue Technik, sondern es geht heute darum, den musikalischen Zusammenhalt und den musikalischen Aufbau zu verstehen, dass du dann morgen beim nächsten Tutorial richtig mit losrocken kannst. Die Aufgabe, die ich dir jetzt stelle, die machst du bitte erstmal selbstständig, drückst dann auf die Stopptaste dieses Videos und erst wenn du die Aufgabe gelöst hast, kommst du wieder zurück. Weil sonst würde ich dir die Lösung mal vorsagen. Und zwar bitte ich dich, dass du jetzt den Text, dass du entweder den ausdruckst oder du hast den schön in deinem Heftchen schon eins fein säuberlich abgeschrieben, dass du dir den ganzen Text vornimmst und das Original anhörst. Und du schreibst bitte bei jeder Strophe, bei jedem Refrain, bei jedem neuen Teil dazu, was musikalisches Neues dazukommt. Also welches Instrument vielleicht dazukommt und auch welcher Rhythmus gespielt wird. Das ist nicht ganz einfach, aber bei dieser Nummer ist es insgesamt doch so systematisch und so stringent aufgebaut, dass es sich dann doch irgendwie erschließt und immer mehr dazukommt. Es geht mit ganz wenig los, nur Ukulele. Es kommen immer mehr Instrumente dazu, immer mehr Rhythmus und dann am Schluss kommt noch einmal ganz kurz die Ukulele, dann ist dieses kurze Song auch schon vorbei. Also, nochmal, Aufgabe für dich, nimm dir das Original und mach dir Notizen, wie sich die Nummer aufbaut. Ich kann es leider hier nicht abspielen und dazu plappern, denn sonst gäbe es wieder urheberrechtliche Probleme. Deswegen du für dich alleine in deinem Zimmer. Und wenn du das gemacht hast, das ist nicht ganz easy, kommst du wieder zurück und vergleichst das. Okay? Cut! Ah, schön, dass du deine Aufgabe so gut erledigt hast. Alles schön hingegeben. Jetzt schauen wir mal, ob es auch richtig ist. Ganz genau richtig. Es geht los mit 4 Takten Intro, noch kein Gesang. Wie komme ich denn überhaupt, dass es 4 Takte sind? Woher weiß ich das? Und zwar, ich höre mir ein Stück an, ich versuche den Grundpuls, den Beat des Stücks mitzunehmen und klopfe den erstmal mit. Also, bam. Den klopfe ich auf meinem Knie oder auf dem Tisch, wo auch immer ich gerade sitze, klopfe ich mit. Und dann versuche ich als zweiten Schritt, wenn ich diesen Grundpuls gefunden habe, den Schwerpunkt zu finden, ohne groß nachzudenken, wo gibt es Schwerpunkte? Bi da di da 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 di da ba da 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 da. Und dann brauche ich immer nur zu zählen, weil dann bei jedem Schwerpunkt geht es wieder von vorne los. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Das ist der Schwerpunkt. Und in europäischer Musik ist der Schwerpunkt immer die erste Zählzeit, das ist immer eine schwere Zählzeit, also da liegt so immer ein gewisser Akzent und eine Schwere drauf. Das heißt, bei diesem Lied, wie bei ganz vielen anderen Liedern, ist eben der Schwerpunkt auf 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Walzer wäre 1, 2, 3. 1, 2, 3 ist ein anderer Schwerpunkt, ist ein Dreiertakt, da sind es nur 3 Grundschläge, 3/4. Bei House of Gold sind es 4/4. Okay? Vielleicht nochmal in Ruhe nachhören und mitzählen, aber es stimmt tatsächlich. Es sind 4 Takte Vorspiel. Und dann beginnt der Gesang, ja, solistischer Gesang. Und am Anfang, diese erste Teil, She Asked Me Son, das ist quasi nur dieser perkussive Sound, wo ich schon einmal ganz kurz ein Tutorial dazu gemacht habe. So, dieser quasi Einstieg, ja, der wird dann nochmal wiederholt. Allerdings kommt dann textlich nichts Neues, sondern es kommen Harmonien dazu. Jetzt werden die Harmonien voll ausgespielt. Und zwar kommt noch ein zweites Instrument dazu, richtig gehört, wahrscheinlich noch eine andere Ukulele. Und die beiden schrabbeln sozusagen dann nochmal dieses She asked me, son, when I grow old. Es beginnt, könnte man so sagen, also zweimal mit Refrain. Die Amis, die Engländer sagen dazu Chorus. Und dann kommt dieser neue Teil. I will make you queen of everything you see. Und so weiter. Hier wird in der Aufnahme richtig gut notiert ein Klavier dazukommen. Bringt also eine ganz neue Klangfarbe dabei. Und dann geht es wieder zurück sozusagen in unserem bekannten Ablauf. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, was ihr gut geübt habt.
diesen Viervierteltakt, mit diesen C, F und so weiter. Und hier kommt jetzt ein entscheidendes rhythmisches Element dazu. Ihr habt es wahrscheinlich notiert, das ist die sogenannte Kick. Ich mache sie mal mit, soweit es geht. Ja, ganz quasi basal, grundlegend, die Bassdrum vom Schlagzeug. Und jetzt nicht irgendwie groß differenziert, sondern four to the floor, alle runter, quasi alle House-Musik, Tech-Musik funktioniert nur in dem. Alle Viertel, die Grundpuls durchgepulst, durchgeschlagen werden. Also dieses kommt kontinuierlich und hört eigentlich bis zum Ende des Songs nicht mehr auf. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel schon übt und habt vielleicht noch ein Geschwisterchen da oder irgendwie einen gelangweilten Papa, dann könnt ihr zum Beispiel sagen, Papa, mach bitte mal. Und ihr spielt euer Akkorde dazu. Und schon geht die Sache ab, weil dieser Grundschlag dem Ganzen einen gewissen Bottom gibt und auch einen gewissen Drive. Dabei bleibt es aber nicht dann, wenn nochmal dieser Refrain kommt, she asked me, nächster Teil, bei Minute 1, Minute 17 ist es, da kommt was Neues dazu, da muss man genau hinhören. Und zwar kommen jetzt mit dem Instrument Hi-Hat, das ist immer auf die Offbeats, also auf die Uns, 1 und 2 und kommen Schläge. Und das werden dann auch immer mehr, aber dann am Schluss ist die ganze Zeit immer Offbeats. Verstanden? Also die Kick macht 1, 2, 3, 4 und die Hi-Hat, was ich jetzt mit macht, jetzt noch singen und Ukulele spielen, das würde mich jetzt etwas überfordern. Aber das ist das nächste rhythmische Element, was dazukommt. Ist aber immer noch nicht komplett. Ja? Aber es kommt was Neues dazu, es wird insgesamt dichter, noch mehr Schwung. Dann geht es wieder zurück zur Bridge, die kennen wir schon, I will make you. Es geht sozusagen aber die ganze Zeit quasi weiter, Bassdrum, four to the floor, die Offbeats, ein, zwei gehen die ganze Zeit weiter. Und dann kommen wir fast schon sozusagen zu der großen Steigerung, 1 Minute 51 ist es. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger, grundlegender Schlag. Das ist in den Konzerten immer, dass wenn die Leute mitklatschen sollen. Und so weiter. She asked me son, when I grow old. Okay. Das ist dann das Instrument, das ist die Snare-Trommel. Das ist diese, also diese Militärtrommel, diese schönen, schnarrigen Sound. Und die wird in der Regel auch in diesem Lied immer auf die 2 und 4 gespielt. Und zwar richtig reingeknallt. Also ich habe den Grundbeat. Snare. Ach, jetzt komme ich durcheinander. 1, 2, 3, 4, 1. Und dann die Offbeat. 3, 4. Jetzt noch Ukulele spielen, ist dann wirklich zu viel. Verstanden? Ich mache es relativ schnell. Aber das sind die drei rhythmischen Ebenen, die bei deinem Song dazukommen. Das könnt ihr verteilen in der Familie. Klingt richtig gut. Also einer macht von mir aus irgendwie mit einem Kochtopf oder so wie ich mit z, z, z. Der zweite macht 1, 2, 3, 4, nicht 1, 2, 3, sondern 1, 2, 3, 4, 1, 2. Und Papi darf auf die ganzen gehen. So, da habe ich quasi eigentlich ein komplettes Schlagzeug. Mehr brauche ich nicht. Ich habe da drei rhythmische Ebenen, die diesen ganzen Song richtig gut Gehalt und Halt geben. Darüber kommt sozusagen eben die Ukulele, die quasi immer weiter sind, der Gesang kommt mehr, es kommt noch eine zweite Stimme mit dazu, wenn ihr genau zugehört habt. Und was eben auch noch mit dazu kommt, ist der Bass. Ja, gegen Ende des Liedes kommt dann noch ein Bass. Und warum braucht man den Bass? Weil ich sozusagen sonst irgendwie gerade mit der Ukulele eigentlich nur so in der Luft schwebe. Das ist, ja, das ist irgendwie ein hoher Akkord, das ist von der Tonlage sehr hoch. Ich brauche aber einen tiefen Bass. Du, du. Und was spielt eigentlich der Bass? Jetzt in der Aufnahme von 21 Pilots, ich mache da ein bisschen was komplizierter, aber im Grunde genommen spielt der Bass immer nur die Grundtöne des Liedes. Also wenn da steht C und ich spiele C nur als Ukulele spiele, spielt der Bassspieler oder eben noch besser. 4, 3, 4, A-Moll,
sollte dir zufälligerweise ein Bass zu Hause rumstehen haben oder vielleicht auch eine Blockflöte, was könnte die zum Beispiel machen? Die könnte sehr gut die Grundtöne spielen, passt immer mit gut dazu und gibt dem Ganzen noch eine Basslinie. Und dann ist das Lied eigentlich komplett. Schlagzeug, drei rhythmische Ebenen, Akkorde durch die Ukulele und durchs Klavier und dann eben noch den Bass, der auch ein wichtiges Fundament ist. Wichtigste Instrumente in der Band sind Bass und Schlagzeug, ob ihr es glaubt oder nicht. Wenn diese Basis, wenn dieses Fundament steht, dann kann der Rest schön rumeiern, es funktioniert immer. Und jetzt sagen, das Gute ist bei der Nummer House of Gold, ich habe ja schon angedeutet, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es wird dichter, dichter und am Schluss und dann kommt nochmal die Bridge, I will make you und was bleibt übrig? Wie der Anfang, der Schlagkreis schließt sich, nur Gesang und wieder die Ukulele. Das ist ein bisschen wie bei Smoke on the Water. Das ist ein ähnlich klassischer Aufbau. House of Gold ist ein ganz gutes Beispiel, wie Musik funktioniert. Und das funktioniert wirklich richtig gut. Ich bin mir sicher, du hast auch schon Ohrwurm von House of Gold. Und ich hoffe, es hängt dir noch nicht zum Hals raus. Und jetzt kannst du dich darauf freuen, wenn wir morgen gemeinsam Musik machen im nächsten Tutorial. Rock on!